Scheiße. Das letzte Bier. Halt's Maul, Idiot. Ein Wort zu viel und wir kommen hier nie wieder raus. Meine Güte, stinkt das hier. Sag mal, ist hier Pfand drauf? Also, habe ich das richtig verstanden? Die Plastik-Cola-Flasche, die Dose und die Einweg-Glasflasche. Hast du nicht gehört, dass wir total leise sein müssen? Gibt's ein Problem? Toll gemacht, du Schwachkopf! So viel zum Thema Überraschungsangriff. Ja, du erlebst einen Überraschungsangriff. Was ist das denn? Das ist der grüne Punkt. Die Folge der heuchlerischen Umweltgesetzgebung der letzten Jahre. Habt ihr das gesehen? Was können wir dagegen machen? Wir können alle was dagegen tun. Zum Beispiel Milchprodukte in umweltfreundlichen Mehrweggläsern kaufen. Seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, kann ich mir die Milch in der Pfandflasche für 3,79 Mark leisten. Ich habe mein Auto verkauft, um mir Joghurt im Glas für 4,99 kaufen zu können. 1991 hat die damalige Bundesregierung eine neue Verpackungsverordnung beschlossen, die zum Ziel hatte, einen möglichst geringen Anteil des deutschen Mülls möglichst teuer zu entsorgen. Ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver, ernsthaft glaubte, durch die enormes mehr als 4 Milliarden Mark jährlich verschlingt das duale System. Das sind und die Folge davon. Plastikjoghurtbecher passiert, nachdem er in die gelbe Tonne geschmissen wird? Kann das Alu mit in die gelbe Tonne? Ja, musst du aber vorher ablecken. Intensiv hin und her gefahren im dubiosen Kreislauf des Mülltunnels. Leichtverpackungen haben einen Anteil von 1/600 an der Gesamtabfallmenge in Deutschland. Warum kommt nur so ein winziger Teil des Mülls in den Genuss des grünen Lizenzsiegels? Das ganze System entpuppt sich beim näheren Betrachten als hohler Versuch, Bürgerinnen und Bürger zeitlich derart einzuspannen, dass sie keine Zeit mehr haben, sich in Gorleben unter den Bahngleisen einzubetten.